Wenn du ein Baby bekommst, dann gilt für dich der Mutterschutz. Das heißt, du kannst dich eine Zeit lang schonen und zu Hause bleiben. Dieses Beschäftigungsverbot regelt das Mutterschutzgesetz. Es sagt, dass du 8 Wochen vor dem Geburtstermin bis 8 Wochen nach dem Geburtstermin nicht arbeiten darfst. Ist die Geburt deines Babys komplizierter, also wenn du einen Kaiserschnitt hast oder wenn du Zwillinge bekommst, dann darfst du nach der Geburt 12 Wochen zu Hause bleiben. Und wenn dein Baby früher kommt als vorausgesagt, dann wird diese Zeit einfach an die 8 Wochen, die du nach der Geburt für dich und dein Kind hast, angehängt. Wenn dein Leben oder deine Gesundheit oder dein Baby gefährdet sind, kann dich ein Arzt oder eine Ärztin natürlich jederzeit vor dem gesetzlichen Mutterschutz freistellen. Das Geld, das du in dieser Zeit bekommst, nennt man Wochengeld. Dafür wird einfach dein durchschnittliches Nettoeinkommen der letzten 3 Monate vor dem Mutterschutz berechnet und anteilig um die Sonderzahlungen, also Urlaubs- und Weihnachtsgeld, erhöht. Ausbezahlt bekommst du das Geld übrigens nicht von deiner Firma, sondern von der Krankenkasse. Wir beraten dich gerne. Wir sind für dich da. Deine GPA DJP.